So, du hast dreckiges Wasser. Du hast kein Brennmaterial. So, du... Dich baue ich erstmal ab, weil du musst nicht die ganze Zeit blinken. Das ist nervig. Temperatur steigt. Wir haben genug Energie im System. Alles gut. Achso, ich soll den Drill da hinten wieder aufbauen, weil ich brauche das Gestein. So. So. Stein her. Dann wollte ich noch mehr Fabriken hier unten bauen. Die jetzt keine Stromversorgung haben. Das ändern wir dadurch und dadurch. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Du stellst bitte her. Fließbänder. Brauchst dafür Stein, Zahnräder und Eisen. Eisen haben wir. Stein, Zahnräder muss ich gleich holen. Und du stellst bitte her Ärmchen. Dafür brauchst du mehr. Eisenzahnräder, Eisenplatten und Chips. Nimm das. Es waren nur 4. Ja, wir haben definitiv ein Kupferproblem momentan. Es fängt schon an mit den Chips. Du kriegst bitte Stein für mehr Steinzahnräder und du kriegst bitte mehr Eisen für Eisenzahnräder. Ja. Oh. Ja, ich brauche definitiv alles mehr. Gib mir mehr. Das heißt, ich fange hier jetzt doch schon an. So, so. Und wenn es mit Holzkisten sein muss, dann ist es halt mit Holzkisten. Oh, warte, gar nicht. Weg. Weg. Gleich die Schmelzöfen. Da war was, ne? So, Schmelzofen, Schmelzofen. Noch mehr Kohle verbraucht, die wir nicht haben. Eisen, Eisen, Eisen. Gib mir bitte ganz viele Drills. Dann machen wir das Kohlefeld jetzt weg. Du bist immer noch nicht gewachsen. Du bist mega irritierend, Ding. Mitkommen, 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 mitkommen. Das Kohlefeld ist gleich weg. So, und zwar komplett abgedeckt, dass am Ende kein Frisselchen übrig bleibt. Achso, gib mir einfach die Kohle. Rüttel, 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 rüttel. Du, da. So. So. Na gut, ein bisschen was guckt hier noch raus, aber das sollte jetzt echt reichen, um alles durchgehend immer mit Kohle zu befüllen. Solange bis das Feld leer ist. Und dann schneiden wir uns das Feld da unten und dann haben wir ein Problem und müssen Kohle aus dem Posten gründen. So, das war Kohle. Hier hätte ich gerne auch mehr. Ruhig auch 3 Stück. Ruhig auch 2 mit Schmelzöfen. Da müssen wir gleich Ziegelsteine herstellen, damit wir schon eine Mauer anfangen können zu bauen. Wo seid ihr? Da seid ihr. Da und da. Kohle. Dann noch hier einer, der nur Stein abbaut. Also 3, die Stein abbauen, um Stein zu bekommen. 2, die Stein abbauen, um Ziegel zu bekommen. Und das deckt hoffentlich auch hoch, weil ich brauche recht viele davon. Gut. Und 5, die Eisen abbauen. Steigert sich alles, ist alles super. Das Nachfüllen ist halt nur ein bisschen problematisch. Aber das wollte ich ja regeln mit denen da. Davon können wir inzwischen ein paar bauen. Gehen wir mal die da, die könnten das Ganze dezent vereinfachen. Wow, 400 was? Nein. Was habe ich gedrückt? Stopp. Wie eine neue Taste gedrückt und habe alles hergestellt. Also für mich zumindest neue Taste. Ich kannte das noch nicht. Ja, bau halt 394 davon. Hab Spaß. Tob dich aus. Eisen. Hey, was soll der Mist? Wir haben so wenig Eisen. Okay, wir brauchen die ganzen Zahnräder gar nicht. Wir brauchen allerdings hier Kupfer. 200 Stück. Du. Oh, ich habe die Forschung vernachlässigt. Na, oh. Nee, doch nicht. Sind immer noch am Forschen. Okay. Ich hätte das Ding echt nicht erforschen sollen. War ein Riesenfehler.
Wie kann ich dich jetzt... Links? Shift... Ah, Shift links, okay. Hat sich auch wieder umgedreht. Da, Kisten. So, rein, raus, rein, raus. So. Du bist fleißig am Arbeiten. Hast auch genug Ressourcen für eine ganze Weile. So, also rote Tränke sollten erstmal kein Problem sein. Du brauchtest schon... Oh, Steinzahnräder. Da. 200 Stück, also 200 Steinzahnräder, 200 Eisenplatten. Müssten demnächst 200 Fließbänder sein. Du. Du, ja. 200 grüne Chips kriege ich nicht so schnell, oder? Oh, 46 ist ein Anfang. Du, da rein. Bist also jetzt auch am Arbeiten, sobald das Ärmchen schnell genug ist. Sauber. Ja, meine Produktions... Oh, Anlage. So, her damit, her damit. Wie schaut Strom aus? Wir kommen nicht hinterher. Nee, wir kommen nicht hinterher. Weil die da schon leer sind. Achso, da hatte ich nur Kohle reingestopft, ne? Ja, gut. Oh, geht das schnell weg? Hä? Achso, David und der Erste. Ja. Mit Flüssigkeiten anzufangen ist echt eine gute Idee. Also mit Öl. Je früher, desto besser. Sonst haben wir echt bald keine Kohle mehr. Also in 20, 30 Folgen. Oder eher 30, 40. Und dann müssen wir wieder expandieren. Expandieren ist nicht schön in Ditech. Definitiv nicht schön. So, du brauchtest Fließbänder und Ärmchen. Gib mir Ärmchen. Was? Da, Ärmchen. So, grüne Tränke kommen auch schon für die ersten grünen Forschungsdinger. Läuft soweit gut. Das hier sollte ich vielleicht mal, warte. Bauärmchen, die ich eben gerade selber hergestellt habe. Kurz so. Nimm. Wie mache ich das am besten? Ah, es geht gar nicht auf, ne? Nee, das geht nicht auf. Komisch. Wollte wieder eine schöne Arm-Arm-Konstruktion machen, aber nein. Muss ich es halt manuell machen. Ist ja auch nicht so die Welt. Ich denke, später werden wir das ganze Stackweise reinschmeißen, dann ist gut. Weil irgendwann wird die Fabrik eh nicht hinterherkommen. Ja, auch schnellere Ärmchen wäre noch schick. Wäre aber wieder mehr Stromverbrauch und Strom sieht nicht so wirklich gut aus. Ich denke, wir brauchen... Was? Warum hast du Available Performance nur so wenig? Also weil es Dreckwasser ist. Ja. Das kommt da auch noch zu. Ich guck mal ganz kurz. Wie schaut es mit der Hitze aus? 99, 100, 100. Geht noch. Wir haben ja auch keine Lasertürme, die durchgehend was abziehen, ne? Das passt soweit also alles. Ich brauche mehr Forschungsdinger. Da. Erstmal einfach irgendwo hin. 9 sind da noch drin. Gib mir die mal. So, Britzel, Britzel, Britzel. Komm schon, mach das Ding da fertig. Allgemein, wo kommt die Forschungsanlage hin? Wir hatten ja einen recht kompakten Bild, diese Blume. Könnten wir theoretisch wieder hier zwischenpacken. Also hier ist ja Strom bis nach da und hier sind Fabriken bis nach da und dazwischen ist irgendwo eine riesige Anlage für Flüssigzeug. Lava, ich habe bisher... Warte mal, Tee. Ja doch, es gibt Flüssigzeug.
Plate Mold. Ja, ein Liquid Iron ist ein Iron Ore. Eine Platte ist 0,6 Liquid. Und eine Gussform? Wie jetzt? Also die Gussform wird hoffentlich nicht verbraucht, nee. Das heißt, es ist effektiver geworden, das Flüssigmetallzeug. 40%, dafür bräuchten wir, gucken wir mal kurz. Productivity plus 2%. Plus 4%, wo sind meine, die ich letztes Mal benutzt habe? Die da. Okay. Die wurden stark genervt. Das war vorher 40% oder 50% pro Modul. Ich glaube 40. Pollution plus 110, Energy Consumption plus Speed minus 126%. Das hatten die Alten auch nicht, oder? Ja. Also ich werde ganz anders wieder spielen müssen als gegen Ende der letzten Welt. Also brauche ich jetzt doch wieder Flüssigzeug. Wahrscheinlich. Das wird irre viel Platz verbrauchen und tierisch wuselig sein. Ja. Okay. Okay. Aber es ist eh noch eine Weile weg, denke ich mal. Oder? Wann kann ich mit dem ersten Flüssigzeug anfangen? 150 davon schon mal, ne? Teuer. Hier wäre das erste Flüssigzeug. 250, 250. Könnte ich also anfangen, ohne eine Basis zu zerstören. Was übrigens ein super Punkt ist. Ich will gucken, wann ich meine Piercing-Ammo bekommen kann und all sowas. Also wann ich in der Lage sein könnte, eine Basis zu zerstören. Weil in der letzten Staffel gab es das Problem, dass man nicht stark genug war, um eine Basis zu zerstören. Man wäre nur stark genug, eine Basis zu zerstören, wenn man erst eine Basis zerstört hat, um an Alien-Artefakte ranzukommen. Das haben wir umgangen durch ganz am Anfang Tower-Crawling, glaube ich, einmal. Und dann mit dem Auto. Das würde ich aber, ne, ist immer so eine Sache. Das heißt, du, oh, das war zu viel. Du brauchst noch keine Alien Packs, das ist gut. Da sind die Advanced Granaten. Damit könnten wir im Notfall eine Basis knacken. Panzer. Kenne ich die Stats nicht. Brauche aber auch keine Alien Artefakte. Und auch der Laser Tank braucht keine Alien Artefakte. Danke, danke, danke. Das ist schon mal sehr gut, weil ich denke, damit dürfen wir eine Basis kaputt kriegen. Wenn nicht, wäre es ganz schön albern. Zurück zu den Waffen. Ich hätte gerne bessere Waffen. Okay. Piercing Shotgun Shells brauchen immer noch die Alien Science Packs. Und Highly Advanced Grenades. Ah, aber gut. Danach, nach der Viererstufe, also einmal 15 Alien Artefakte, also 4, 5 Spawner. Wenn man die einmal gekillt hat, dann kommt man auch schnell weiter zu einem Sniper-Rifle, zum Sniper-Turret. Fünf. Wo ist sechs? Da ist sechs. Und auch die Laser-Gun braucht keine Alien-Artefakte. Laser-Shotgun auch nicht. Das finde ich sehr schön gelöst. Also es scheint jetzt keine endgültigen Sackgassen mehr zu geben, was das zumindest angeht. Das ist sauber, sauber, sauber. Aber ist noch eine ganze Weile hin. Ich denke, ich speichere jetzt erstmal ab und nächste Folge machen wir weiter hier das Micromanagement, holen uns tierisch viel Kohle, bauen das Energiesystem weiter aus. Wenn ich genug Stein habe, mache ich den See weiter hier zu. Und wir sollten die ersten Mauern bauen. Ich denke mal hier hinter dem See und hinter dem See einmal hoch. Das sollte meine erste Mauer sein. Und umgucken wäre vielleicht auch noch ein Plan. Also, bis gleich.